Hallo und herzlich willkommen auf Lorella.de. Wir wollen euch nun in diesem Video etwas Spezielles zeigen, nämlich die sogenannte Fibonacci-Folge. Die erklärt sich folgendermaßen: Man nimmt die beiden Zahlen 0 und 1 und dann geht man immer reihenweise vor, man addiert die beiden Zahlen, die hier stehen. 0 plus 1 ergibt 1. Nun nimmt man wieder die beiden Zahlen, addiert sie weiter. 1 plus 1 ergibt 2. Und dann geht man wieder weiter. 1 plus 2 ergibt 3. Immer die beiden vorhergehenden Zahlen ergeben das nächste Folgenglied. Das heißt, 2 plus 3 ist 5, 3 plus 5 ist 8, 5 plus 8 sind 13, 8 und 13 sind 21, 13 und 21 sind 34, 21, 34 ist 55 und so weiter. Das ist die sogenannte Fibonacci-Folge. Nun, wie können wir das allgemein darstellen? Wir brauchen ja, wenn wir damit hantieren wollen, wenn wir dann so Sachen beweisen wollen, brauchen wir eine allgemeine Darstellung. Das heißt, wie können wir beschreiben, wie diese Folge jetzt allgemein aussieht? Wir müssen wissen, es fängt mit 0 an. Das heißt, wir schreiben F0, das nullte Folgenglied ist 0. Und das erste Folgenglied, F1, ist 1. Wenn wir das nicht wissen, können wir gar nicht anfangen. Nun, wie ist die Regel, wie haben wir es berechnet? Fn plus 1, das n plus 1 Folgenglied, wie hier 55, berechnet sich durch das vorherige und das vorvorherige Folgenglied. Das heißt, von fn plus 1 ist das vorherige Folgenglied fn und das vorvorherige ist fn minus 1, also plus fn minus 1. Damit lässt sich komplett die Fibonacci-Folge allgemein erklären. Nun, jetzt gibt es einige Sachen, die man anhand dieser speziellen Folge erkennen kann. Zum Beispiel, wenn man den Quotienten der jeweiligen Folgen wieder bildet. Zum Beispiel 2 durch 1 ist 2. Nehmen wir die nächste 3 geteilt durch 2, wäre 1,5. 5 geteilt durch 3 wäre zum Beispiel 1, Periode 6. 8 geteilt durch 5, 1,6. 13 geteilt durch 8 wäre 1,625. Man sieht, es nähert sich immer näher einem Wert an, der irgendwo bei 1,6 liegen wird. Hier 1,5, dann wird es wieder ein bisschen mehr, jetzt wieder ein bisschen weniger, jetzt wieder ein bisschen mehr. Es nähert sich immer weiter an. Tatsächlich hat man herausgefunden, dass fn plus 1, das heißt n plus 1 Folgenglied, also immer das größere in unserem Fall, durch fn, also gerade den Quotienten, den wir hier ansehen, gerade gegen den sogenannten goldenen Schnitt konvergiert, nämlich 1,618. Da kommen noch ein paar Nachkommastellen noch dazu. Und dieser goldene Schnitt hat eine besondere Bedeutung auch in der Natur. Zum Beispiel haben wir herausgefunden, dass aufgrund dessen, dass wir hier gerade den goldenen Schnitt rausbekommen, diese Glieder der Fibonacci-Folge zum Beispiel bei Sonnenblumen erkennen können, wenn man die spiralförmige Anordnung der Kerne in der Blüte betrachtet. Dass dann gerade, wenn man die aufaddiert, gerade wenn wir diese Fibonacci-Folge bekommen.